Ja, so meine lieben Zuseher, wir schreiten voran und schauen uns diesen sehr unauffälligen, umgebauten Dacia Docker Stepway Baujahr 2016 doch jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Es ist ziemlich alles abgeschlossen. Natürlich gibt es noch einige Feinheiten, das heißt, die Elektrik darf noch ausgebaut werden. Es darf noch eine Versorgerbatterie hinein. Ja, und das eine oder andere, eventuell mal eine Standheizung, eine Kinaheizung. Doch jetzt so vom Möbeljahr, von dem so, wie es vom Grund her umgebaut ist und wie ich jetzt auf jeden Fall auch schon fortfahren würde, ja, ist auf jeden Fall mal fertig. Und jetzt wagen wir einfach mal einen Blick da hinein. Genau, und das sehen wir gleich. Naja, natürlich ist es immer ein bisschen angeräumt, aber es hält sich einfach in Grenzen. Es hält sich massiv in Grenzen und wir sehen hier gleich mal die Matratze selbst genäht. Wie gesagt, eine alte Matratze, die bei mir in der Wohnung noch herumgelegen ist, habe ich jetzt einfach mal zerschnipselt. Und dieser Stoff war auch noch übrig und ich muss sagen, sehr, sehr stylisch auf jeden Fall. Und hier kann man auf jeden Fall mal gut sitzen. Ja, meine lieben Freunde, hier sitze ich jetzt herinnen. Man kann auf jeden Fall gut sitzen. Ja, die stylische Couch mit diesen frohen bunten Farben. Manchmal zahlt es sich wirklich aus, etwas aufzuheben und nicht wegzuschmeißen. Ja, schauen wir einfach mal weiter, weil ich schon herin sitze in diesen Hallen. Was gibt's denn noch? Ja, da hinten habe ich dann das zweite Teil der Matratze verstaut, das dann natürlich hier als Verlängerung fürs Bett dient, das wir uns dann zum Schluss noch anschauen werden. Hier, wie gesagt, der Rücksitz, den ich ja drin gelassen habe, dient natürlich auch hier ein bisschen als Ablage, aber da sollte man halt nicht allzu viel hinräumen, weil, wie gesagt, ich habe den Sitz ja auch deswegen dagelassen, weil er einfach auch gut ist zum Hinsetzen, wenn man vor allem zu zweit unterwegs ist. Man gibt dann einfach den Vordersitz nach vorne und dann hat man da eventuell auch eine Ablage oder einfach auch Platz, sich hinzusetzen, was zu lesen, was auch immer, vor allem, wenn das Wetter scheiße ist. Ja, und dann haben wir halt dazwischen dem Rücksitz und dem Schrank, dem Schränkchen oder Kastel, da unten noch so ein kleines Plastikbehältnis, wo halt so Glubberl und so Sachen drin sind, so Kleinzeug. Und obendrauf jetzt mal so behelfsmäßig eben den Power-Inverter, der eben 12 Volt in 230 Volt umwandelt. Das ist einmal so das, was ich jetzt im Augenblick als Strom zur Verfügung habe. Ich kann halt während des Fahrens aufladen. Ja, da wird natürlich eine Versorgerbatterie dann noch eher gut und wichtig werden in den nächsten Wochen eventuell. So, das was jetzt da auch seht, da dieses Holzteil da, das ist jetzt quasi eine Stütze für den zweiten Bettteil, wenn man den umklappt. Vorher habe ich ja die Füße dran gehabt, die habe ich jetzt hier hinten weggetan. Da kann sozusagen das Bett hier aufliegen. Und hier natürlich das Teil, auf das ich sehr stolz und um das ich auch sehr froh bin. Dieser Kompressor-Kühlschrank im Wert von ca. 300 Euro mit einem Fassungsvermögen von 31 Litern. Der steht da drinnen. Da unten die Schublade, die auch einiges an Platz bietet. Naja, das sind halt so die Utensilien zum Essen drin, Teller, Messer, Gabel, Schere, Licht und so weiter und so fort. Kleinkram, den man halt so brauchen kann. Ja, dann machen wir hier einfach oben mal den Kühlschrank auf. Das Einzige, was man da tun muss, ist halt diese Dinger da weg. Das ist jetzt. Dann gehen wir einfach ein bisschen nach vorne. Genau. So. Das geht nach unten. Ja, Kühlschrank lässt sich einfach gut öffnen und hat einfach mega viel Platz.
eben auch schon gezeigt, hier an den Seiten, hinteren Fenstern zwei so Behälter. Das ist das Einzige, was ich hier wirklich am Auto befestigt habe. Mit einem kleinen Schrauben, ja, ist das ins Plastik reingeschraubt worden. Ja, da kommt halt so Zeug rein, ne? Für die Schönheit, was auch immer. Ihr wisst sie. Es gibt immer so Dinge, so Kleinigkeiten, die man irgendwo, die hier irgendwo herumlegen, die legt man halt da hin. Nein, der René Krier hatte auch da überall so Netze aufgespannt. Kann man auch alles noch machen. Also das sind aber so Dinge, die macht man, wenn man glaubt, man braucht sie halt dann im Laufe der Zeit. Ja, und dann schauen wir uns noch etwas an, auf das ich auch ganz besonders stolz bin, wo ich ja am Anfang immer gesagt habe, ich möchte nichts, wo man da unten was rauszieht. Ja, das ist so typisch für die fertigen, mobilen Dinge, die man da kaufen kann, die man da so reingibt und wo dann unten eben immer so Laden zum Rausziehen sind, da wo dann ein Gasherd drinnen ist und eine Abwasch und so ähnliche Dinge. Das wollte ich so in dem Falle nicht. Ich habe eine Schublade eingebaut, die jetzt als erstes Mal als Stauraum dient, könnte man dann natürlich auch erweitern. Doch schauen wir doch selbst. Genau, da haben wir eben diese Schublade. Es ist hier wirklich einfachste Mechanik. Einfach selber gezimmert, muss man gar nichts kaufen. Auch diesen Griff selbst ausgeschnitten, verleimt, angeschraubt, muss man auch nichts kaufen. Alles aus Holz. So haben sie halt vor ein paar hundert Jahren, denke ich mal, eben einfach auch gearbeitet. Ja, das Einzige, was jetzt ist, das ist jetzt zweigeteilt. Da hinten habe ich schon auch, das sind auch alles so Sachen, die man halt braucht. Gaskartuschen, Verlängerungen für den Strom, Dinge zum Festmachen am Besen. Und so weiter und so fort, ein Seil zum Wäsche aufhängen, was auch immer. Ich bin ja ein alter Camper und habe von meinem Wohnwagen, den ich vor kurzem hergegeben habe, ja noch viele Dinge, die man so brauchen kann. So, meine lieben Zuseher und interessierte Umbauer, Dacia-Fans und was auch immer, Minicamper-Anhänger, keine Ahnung, wer alles noch hier zusieht. Und jetzt habe ich doch noch etwas zum Rausziehen gemacht. Es ist so die alte Weisheit, wenn man etwas nicht möchte, dann kommt es doch irgendwie durch die Hintertür noch daher. Und jetzt bin ich aber doch irgendwie froh, dass ich da noch was zum Ausziehen eben auch habe, weil es ja doch relativ praktisch ist. Aber halt so auf meine Art sehr, sehr einfache Mechanik. Ja, schauen wir doch einfach mal. So, genau, eben unter dem Sitz, unter dem Bett hier, da, das haben wir eh schon gesehen, also das, was man da rausziehen kann. Und da habe ich dann oben noch so einen Deckel, den man jetzt einfach rauszieht. Schaut aus wie ein Schneidbrett oder was auch immer. Und das ist natürlich auch noch eine nette Ablage. Ja, da kann man da sitzen, seinen Kaffee draufstellen. Was auch immer, ich stelle jetzt einfach mal nur einen Becher hin. Das hält auch und das kann man relativ weit rausziehen. Aber viel weiter muss es eh nicht mehr sein. Genau. Und das ist so einfach, dass ich da hinten einfach nur so ein bisschen Holz raufgegeben habe, damit es dann eben da hinten einfach stabil ist. Das heißt, gut hält. Es ist jetzt natürlich so, dass das Brett ist ein Zentimeter, das ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig dick, also kiloweise muss man da jetzt nichts draufstellen, nur für einen Kaffee oder für ein Frühstück, also immer langt es auf jeden Fall. Und wenn man da unbedingt mit dem Notebook sitzen muss, na gut, das wird es auch noch aushalten. Aber ja, das finde ich jetzt ja doch wieder nice. Ja, auf diese Schublade bin ich sehr stolz, weil, wie gesagt, jedes Teil, das ich irgendwie so fertige, ist natürlich auch etwas zum Anschauen. Und wie gesagt, ich nicht der gelernte Tischler oder Techniker. Da freut man sich dann natürlich doppelt, wenn diese Sachen halt auch halbwegs gelingen und ansehnlich und natürlich auch funktionell sind. Es ist ja vor allem das Wichtigste. Es muss ja auch funktionieren. Ja, und jetzt zum Schluss schauen wir uns noch an, wie das Bett ausschaut, wenn es aufgebaut, umgebaut ist. Ich habe es mit diesen Matratzen selbst noch nicht getestet. Also, schauen wir gleich mal.
So, jetzt gehen wir mal nach vorn, geben einfach den vorderen Sitz nach vorne. Das braucht es dann schon, damit ich dann auch wirklich Platz habe. Ja, als erstes einfach mal umkippen. Jawohl, da haben wir so eine kleine Verlängerung, so 15 cm. Genau. In der Hand ist es, wie gesagt, ein bisschen blöd. So, erste Matratze drinnen, kann man ja alles noch machen. So, jetzt ist die hintere Matratze auch drinnen. Schauen wir mal rein. Also, das schaut ja wirklich nicht ungemütlich aus. Ja, und dann nochmal von dieser Ansicht, wie gesagt, das Bett, die Kühlschrank- und Ablage- und Verstaukomponente, das Schränkchen, der Schrank, da unten die Schublade, da unten eine Schublade. Und natürlich kann man beim Verreisen da unten auch noch einiges unterbringen. Also vom Platz her ist es noch gut. Und was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist da vorne das Netz. Genau, das ist das Netz, das eigentlich hinten war, so als Ablage. Das kann man, Gott sei Dank, finde ich super, auch vorne festmachen. Und wenn man das dann so befestigt, dass einfach auch vom Platz ist und das geht ja alles, kann man ja unten da auch alles dann befestigen. Das heißt, es ist jetzt richtig direkt hinter den Vordersitzen und da kann man natürlich einiges noch befestigen. Ja, von den abgesehen, dass es natürlich auch eine kleine Sicherheit ist. Für das sollte mal von hinten nach vorne was fliegen, was ich jetzt nicht glaube. Von dem abgesehen aber kann man da einiges befestigen, wie zum Beispiel das da, dieses Plastikding für Ablagen aller Art, was auch immer, gibt es eine Zahnbürste rein, Zahnpasta, was zum Trinken, ich weiß es nicht, also ich weiß eh und viele wissen es auch, wenn man unterwegs ist, man hat so viel Kleinzeug, das liegt in der Gegend rum. Da haben wir das Licht ganz einfach, zack, angezogen, schon leuchtet es. Also man kann viele Dinge so lösen. Da einfach nur ein paar Haken befestigt für Squan, für Jacken, was auch immer. Also in dem Falle muss man wirklich fast überhaupt nichts beim Auto machen, weil ich muss echt sagen, die Dinge fügen sich, wie gesagt, dass eben hier das Netz da noch befestigen kann. Ja, die Dinge fügen sich, wie gesagt, fast von selbst. Also zwei Schräuflein habe ich im Dacia selbst versenkt und das wird kaum sichtbar sein, bis gar nicht. Und ansonsten ist alles, wenn es wieder so weit sein sollte, ganz easy einfach zu verstauen. Und jetzt liege ich einfach einmal da, Füße ausgestreckt, ist auch kein Problem mehr. Dann gebe ich es einfach auch zwischen die Sitze. Wenn ich mich komplett ausstrecken möchte. So. Genau, aber so liege ich eigentlich eh nicht. Man liegt ja eh normalerweise so zusammengekauert. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Ja, meine Lieben, in dem Sinne ist jetzt einfach einmal der Umbau, würde ich mal sagen. In den Zügen, in den wichtigen Dingen, man würde auch so sagen, die Grundausstattung ist einfach mal gegeben und alles andere, was jetzt noch kommt, ist einfach noch Draufgabe. Wie gesagt, das mit dem Strom, eventuell mal eine Heizung, jetzt kommt auch wieder Sommer, das ist nicht wahnsinnig wichtig und sonstiges, was mir halt so einfällt. Und wenn ihr noch Ideen habt, was man einfach ganz leicht ergänzen kann, einfach hinein in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung, auf eure wohlgemeinten Ratschläge. Und ich freue mich natürlich auch darüber, kann ich euch mit meinen Ideen inspirieren, weil ich muss sagen, so wie ich es jetzt umgebaut habe, habe ich jetzt an und für sich auf YouTube noch nichts gesehen, nichts gefunden. Ich habe jetzt aber auch nicht alles durchgeforstet, also, aber ich find's gut, so wie das ist, so wie es einfach ist. Und in dem Sinne,
Daumen hoch, was auch immer, teilt meine Videos, sagt es weiter. Es geht um Free Spirit, es geht um den freien Geist grundsätzlich und alles, was uns in dieser Zeit immer auch zusätzlich unterstützen kann. Also in dem Sinne erstmal, Baba, ciao, ciao und Servus.